Willkommen zu einer weiteren schaurig schönen Nacht hier in Project Zero 5. Heute gehen wir mal in den 10. Tropfen und unsere Aufgabe ist es, mit Ren Hojo Urui Kagamiya zu finden. Ja, denn die gute Assistentin vom Ren dem Renner ist leider verschwunden und deswegen dürfen wir jetzt suchen gehen. Ich bin mal gespannt, wo es uns das hinführt und ich hoffe doch sehr, dass der nichts passiert ist, denn ganz ehrlich, Rui hat eigentlich mit der Sache überhaupt nichts zu tun und es wäre echt einfach, es wäre blöd, wenn die irgendwie dafür gestraft wird, dass die Assistent von einem Typen ist, der da rumforscht. Also, ich meine, Geistern ist das egal, aber es wäre irgendwie, sie hat irgendwie gar nichts mit der Sache zu tun, ist total unschuldig und der dann dafür eins auf den Deckel zu geben, wäre irgendwie gemein. Aber naja, Ren macht sich auf die Suche nach Rui, die nun auch aus dem Antiquitätenladen verschwunden ist. Er begibt sich in das verschleierte Haus, in das sie sich in seinem Traum begeben hat. Stimmt. Dann haben wir zumindest mal so einen Anhaltspunkt, denn Ren ist ja der Geister, der Schattenwahrnehmung nicht fähig und hat deswegen keinen schönen GPS, so wie die anderen Protagonisten. Geisterhochzeit, auweia. Das Wort fällt dir nicht zum ersten Mal. Ren prüft die Aufzeichnung der Überwachungskameras und bemerkt, dass Rui ebenfalls zum Berg gelockt wurde. Er erinnert sich an den Traum, den er hatte, in dem Rui sich im verschleierten Haus, auch als Warterei-Anwesen bekannt befand. Ren weiß sofort, dass das sein nächstes Ziel sein muss. Ich meine, das ist sehr vage, schließlich war es nur ein Traum, also vielleicht. Es war bestimmt nicht einfach nur ein Traum. Aber selbst wenn, es ist der einzige Hinweis, den er hat. In meinem Traum war Rui im Haus des Volkskundlers, das wir bereits durchsucht haben. Ich sollte dorthin zurückkehren. Vielleicht finde ich dort Hinweise darauf, wo sie ist. Gut, Ren, dann lauf mal los. Tu das, was du am besten kannst. Aber bevor du das tust, solltest du vielleicht erstmal nach deiner Kamera gucken. Die könnte ein paar Upgrades brauchen. So. Allerdings haben wir gar nicht so viele Punkte, wie ich gerne hätte. Stimmt ja, Linsen können wir nicht verbessern. Dann können wir eigentlich nichts weiter machen, als die Leistung aufpumpen. Aber das ist immer noch besser als nichts, oder? Machen wir einfach mal nach einem getrostem Motto. Irgendwann hat man sowieso alles. So, momentan haben wir einen Filmtyp 14 geladen. Das werden wir direkt mal ändern, damit wir nicht wieder unnötig Film verschießen. So langsam wird das nämlich ein Thema. So, und dann latschen wir einfach mal schön hier durch den Wald. Was sagt eigentlich die Karte? Wo sind wir hier eigentlich? Im untergründigen Wald am Anfang. Nähe Sumpf der Särge. Wo ging es denn nochmal? Da muss ich jetzt erstmal wieder überlegen, wie man denn eigentlich zu dem Anwesen kommt. Moment, wir müssen zum Schrein. Ja, zum Schrein der Puppen. Und da durch diese Leibeshöhle, richtig? Dann müssen wir erstmal hier runter. Aha. Laut der Karte sollte hier ein Sumpfgebiet sein. Okay. Also doch nicht zum Schreien. Gibt bestimmt mehr als nur einen Weg in das Haus, oder? Oder ist das hier das Haus? Ich hab's anders in Erinnerung. Aber wir haben es auch nicht ganz erforscht, soweit ich weiß. Hatten wir hier nicht... Ach, ich dachte, hier hat irgendwas geglitzert. Aber das ist nur eine blöde Vase. Ich wurde reingelegt. Na gut. Die Tür muss von der anderen Seite aus verriegelt sein. Die Wand ist schon halb eingestürzt. Vielleicht finde ich einen Weg ins Innere. Na gut. Meinst du diese Wand oder... Weil da kommt man bestimmt nicht durch. Hier könnte das schwierig werden. Vielleicht müssen wir uns das Ganze mal von außen angucken. Juhu. Ha. Sieht bisher nicht so gut aus.
vorne, was ist da? Kuckuck. Ah, vielleicht kommen wir hier ja rein. Mann, ganz schön verfallen hier. So, gehst du auf? Jawohl. Renn in die gute Stube hier. Was haben wir denn da? Was ist das für ein Symbol? Ist das überhaupt ein Symbol? Ne, sieht nicht so ein Symbol aus. Die Tür lasse ich erstmal Tür sein. Ich gucke jetzt erstmal noch hier den Gang runter, was da noch ist. Da ist eine Treppe. Mal gerade auf Karte fragen. Seite des Feuers. Was ist denn dies? Sollten wir nicht eigentlich in das verschleierte Haus? Was wollen wir dann hier? Naja. Du wirst ja nicht umsonst erwähnt haben, und da habe ich mich jetzt total verrannt. Egal, wo wir schon mal hier sind, gucken wir uns das Haus hier eigentlich mal an. Kann nicht schaden. Du? Hallo? Mann am Feuer. Ach, das sind doch die Typen. Da ist noch einer. Komm schon, Nadel, Nadel, nein! Ich wette, ich hätte beide fotografieren müssen. Verbotene Flamme. Ich habe natürlich keine Ahnung, wovon die reden. Vielleicht sollten wir doch erst da unten rein. Ich glaube, es ist besser, wenn wir erst unten reingehen. Los, rennen. Müssen uns schließlich ein bisschen beeilen, wer weiß, wie viel Zeit Ruhe noch hat. Wir haben ja keine Ahnung. Oh, okay, das hätte sich erledigt. Hätte ich das mal früher gemacht, was? Gut, dann gehen wir eben wieder gemächlich hier hoch. Probieren wir einfach mal die erstbeste Tür. Consecrated by the forbidden flame. Protect the Hallo. pillars from the black water. Mann, der Reliquiare fertig. Lass dich nicht stören. The pillar would soon be exhausted. Okay. Tja, lass mich raten. Das ist genau das, was passiert ist. Oder passieren wird. Oder wir sind hier, um das zu verhindern. Was hast du denn da? Ein altes Schriftstück lag auf dem Boden. Es beschreibt Reliquiare und das schwarze Wasser. Die Reliquiare schützen die Priesterinnen vor dem schwarzen Wasser. Sie werden mit schwarzem Wasser gefüllt und die Priesterin wird darin eingeschlossen. So wird die Priesterin zur Stütze, die über das reine Wasser wacht. Die Reliquiare verhindern, dass die Stütze im Wasser dahinschmilzt. Okay. Sie dürfen erst geöffnet werden, wenn die Stütze zerfallen ist. Das Reliquiar kann nur von der Person, die im Innern eingesperrt ist, geöffnet werden. Also, wenn die Stütze stirbt, dann lässt sich das Reliquiar nie wieder öffnen, damit das, was da drin ist, wahrscheinlich nicht rauskommen kann. Das ist jedenfalls meine Hypothese. So, ansonsten scheint in der Kammer hier nichts mehr zu sein. Also gehen wir mal weiter. Da scheint eine Treppe nach unten zu sein. Vielleicht kommen wir von der anderen Seite in diesen Raum da unten. Juhu. Also das ist zumindest mal eine Tür, die auch einen Raum führen würde. Probieren wir es mal. Yep, die geht auf. Ich erwarte Besuch. Da ist aber nur ein Item.
Und noch ein Item. Holen wir erstmal das da. Sieht nach einem Zettel aus. Blutbefleckte Notiz 2. Ein altes Schriftstück wurde beim Feueraltar zurückgelassen. Ich kann einige schwarze Flecken darauf erkennen. Diesem Berg muss ein Ende gesetzt werden. Du musst es mitnehmen. Lass es nicht zurück. Lass nicht zu, dass es hier bleibt. Ja, wenn ich wüsste, wovon du redest, wäre die Sache deutlich einfacher. So, was haben wir hier noch rumliegen? Noch so ein Zettel. Über Flammenhüter. Ein altes Schriftstück wurde auf dem brennenden Altar hinterlassen. Darin scheint es um Flammenhüter zu gehen. Die verbotene Flamme darf auf keinen Fall erlöschen. Sie reinigt das Wasser und vertreibt Dunkelheit. Die verbotene Flamme hält das schwarze Wasser zurück und nur diejenigen, die die Flamme bei sich tragen, können sich der Quelle der Schatten nähern. Die verbotene Flamme muss erhalten bleiben. Jetzt weiß ich auch, wieso die reinigende Glut gegen die Nässe hilft. Also auch gegen das schwarze Wasser. Ah, da sind ja unsere Freunde. Ich habe ja schon erwartet. Das ist irgendwie ein sehr kleiner Raum, um zu kämpfen. Ach, der hat sich direkt mal verzogen, okay. Kümmern wir uns erstmal um den hier. Machen wir einfach mal so ein Foto. Ah, anscheinend haben sie sich jetzt neu gruppiert. Oder auch nicht. Ja. Könnt ihr nicht noch ein bisschen mehr zusammenrücken, damit ich euch hier so richtig einen reinziehen kann? Hilfe, Feuer! Aua! Wir sind hier irgendwie ein bisschen eingekesselt. Hier drin kämpfen ist ziemlich scheiße. Autsch! Autsch! Oh, das sieht überhaupt nicht gut aus hier. Ich glaube, wir müssen da mal einen Rückzieher machen, irgendwo anders hingehen, wo wir besser kämpfen können. Am besten nach draußen. Wo bin ich hier? Ach ja, hier. Quartermedizin! Hau weg, die Scheiße! So. Tja, Jungs, ich würde gern bleiben, aber... Ah, na toll, die lassen mich nicht raus. Autsch. Ihr seid gemein, wisst ihr das? Ich bin hier so dermaßen orientierungslos, ohne Scheiß. Ich glaube, da packe ich mal einen anderen Film aus hier. So, vielleicht... Jetzt! Nimm den! Ja, so ist gut, so ist gut. Mach das bitte häufiger. Das ist gemein, weil die Kerzen, die die da aufstellen, so, ja, genau die Dinger, die gelten auch als Ziele. Dann weiß man nie, wo jetzt wer ist. Ach, die springen ja durch die Gegend, okay. Autsch, das hab ich jetzt schon wieder getroffen. Ist der irgendwie... Ich glaube, der war gerade in dem Zustand, in dem wir ihn hätten packen können. Also berühren können. Dann muss da noch irgendein Ziel in Sicht sein. Darf ich mal... Ha? Komm her. Lässt du dich bitte berühren? Rui war nicht hier. Ich muss zum Haus des Volkskundlers. Ach, wirklich? Wie? War der andere jetzt schon? Hä? Hab ich jetzt verpasst? Und er ließ sich auch nicht berühren. Jedenfalls sah das für mich nicht so aus. Was sagt eigentlich unsere HP? Lieber mal nochmal hier so ein bisschen Kräutermedizin fressen. Noch haben wir's ja. Jetzt bin ich aber ein bisschen neugierig. Jetzt will ich mal gucken, was denn noch so ist. Vielleicht finden wir ja noch irgendwas Interessantes. Tür ist nun geöffnet. Ah, dann führt die wieder nach draußen. Oben war aber noch eine Tür. Da würde ich jetzt gern mal reingucken. Oh, was ist das für eine Kammer? Scheint aber jedenfalls nichts zu sein. So. Diese Tür da. Da will ich jetzt noch reingucken. Vielleicht ist da noch irgendeine Notiz oder so irgendwas. Guck, guck. Hallo. Aha, da liegt tatsächlich was.
Und da ist auch noch was. Alles nach der Reihe. Hier haben wir Filme. Oh, hallo. Lustig. Ich war kurz davor zu sagen, vielleicht finden wir hier drin ja sogar einen Sibo-Film. Nur so scherzweise. Das ist tatsächlich einer. Das sieht mit einem Spiegelstein aus. Der ist auch hier bestimmt nicht umsonst. Aber hat sich auf jeden Fall gelohnt, hier reinzugucken. Den goldenen Film können wir bestimmt noch gebrauchen. So, dann würde ich sagen, gehen wir durch die nun geöffnete Tür. Da geht es dann wahrscheinlich wieder nach draußen. So. Ist lustig mit diesem Balken da. Denke ich mir jedes Mal, da stößt sich da den Kopf. Aber passt irgendwie gerade so dadurch. So, da sind wir wieder. So, dann latschen wir jetzt einfach mal hier weiter. Nochmal kurz auf die Karte. Die Karte muss gerade auch irgendwie. Ach, das ist der Sumpf der Särge. Und da drin ist dann so das Haus. Okay. So, einmal erstmal dem Hauptweg folgen. Dann können wir links so eine kleine Abkürzung nehmen. Und gucken, was hier eigentlich noch ist. Hab ich mich, keine Ahnung. Und dann müssten wir auch schon kurz vor dem Schrein sein. Wenn uns nicht wieder irgendwas dazwischen kommt. So wie gerade. Ah ja, der Wald ist so ruhig wie immer. Haha. So, hier. Ja, hier. Gut. Wenn wir uns jetzt hier links halten, müsste es da noch eine Abzweigung geben. Und wer weiß, was wir da noch finden. Ein wenig Kräutermedizin. Hallo. Danke. Sonst nichts mehr? Hier ist ein Loch. Und da ist Wasser. Aber sonst ist da nichts. Na gut. Dann gehen wir halt wieder. Allein. Ah, wir haben die Kräutermedizin, das ist gut. Ah. Ach nee, ist das etwa die? Fuyui, bist du das? Oder die Sau, die sich ursprünglich die Kehle aufgeschlitzt hat? Ja, komm her. Ah, Mist, das war zu spät abgedrückt. So. Das war zu früh. Gott, wann muss man denn da abdrücken? Das ist ja fürchterlich. So, buff, 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 buff. Da tut weh. Und dann portet es dir einfach weg. Schnappschuss. Bäm. Und können wir noch einen? Nee. Was ist das? Warum ist das so rot? So kommt wahrscheinlich daher, dass sie jetzt diese Dings gemacht hat. Ha, hab dich! Hab dich getroffen! Können wir, können wir, können wir? Nee, können wir nicht. Okay, dann wieder zurück. Oh, hallo! So viel hat sie jetzt nicht mehr. Oh, voll ins Leere. Okay, wenn sie so auf einen zukommt, dann kann man auch abdrücken, warum auch immer. Aber jetzt? Immer noch nicht. Aber jetzt müsste das der letzte Kurs sein. Jetzt können wir. Komm her. Gucci, Gucci. Gucci, 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 Gucci. Was? Warum lebst du noch? Und warum kannst du dich nicht treffen? Ach, Gemeinheit. Ja, fuchte mir nicht mit dem Ding hier vor der Nase rum. Das ist unanständig. So, halten wir das Ding mal im Fokus. Mach jetzt. Na, schon wieder verpasst. Jetzt aber. Immer noch nicht. Mann, jedes Mal.
Jetzt aber ja, jetzt. Gutti, gutti. Dann zeig mal, was du hast. Ist eine von den Priesterinnen, so wie es aussieht. Autsch. Also, ist das richtig verstanden? Die Priesterin hat sie umgebracht? Oder sich einfach nur vor der Priesterin umgebracht, warum auch immer. Also, auf jeden Fall hat die Priesterin da was mit zu tun. Und dann kommt die nächste Sau, die was von uns will. Ist das die eine Erhängte da? Ich verpasse jetzt einfach schon mal hier so ein bisschen ein paar von diesen Dingern da zu spawnen. Wow, spawnt direkt hinter mir. Okay, junge Dame. Ich glaube, du hast ein bisschen was im Tee hier. So. Jetzt haben wir schon zwei von den Dingern. Ist wieder hinter uns, ja. Zack. Boom. Und boom, 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 boom. Jawoll, das zieht hier. So, mal gucken, ob wir ein bisschen näher kommen. Kommst du jetzt oder was? Oh, sie ist doch auf uns draufgefallen. Das ist schlecht. Das ist richtig schlecht. Jetzt. So, hau ab, du Bananenschale. Okay, das nächste Mal weiß ich Bescheid. Wenn die gefallen kommt, einfach wegrennen und dann abwarten. Und ja, dann eine mitgeben. Jawoll. Boom. Jetzt kann es auch nicht mehr viel haben. Vielleicht reicht noch mal ein Schuss schon. Fast. Nur solange der Baum ist, bringt mir das natürlich alles nichts. So, da komme ich jetzt wahrscheinlich auch nicht an die dran. Nee. Na gut. Dann halt nicht. So. Jetzt habe ich mich wahrscheinlich wegen den ganzen Kämpfen total verrannt. Ja, so ungefähr. Aber solange wir hinter mir auf diesem großen Weg bleiben, da lang, dann müsste es dann okay sein. So kommen wir auch ans Ziel. Vielleicht sollten wir uns ein bisschen beeilen, bevor uns noch mehr Geister angreifen. Wer ist das? Mädchen mit rotem Schirm. Ich habe jetzt lieber abgedrückt und wollte nicht noch vor den Film wechseln, wenn ich gerade sehe, dass ich genug Zeit dafür gehabt hätte. Ist das Rui oder ist das irgendwer anders? 61er Film und zwar ganz schön viel davon. Soll ich dir jetzt nachlaufen oder soll ich doch zum Schrein? Könnte das denn... Okay, das würde uns nichts führen. Also gehen wir einfach zum Schrein. So. Und hier machen wir dann mal Stopp. Ich hoffe, ich werde jetzt nicht noch irgendwie angegriffen oder so. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder, wo wir uns dann langsam aber sicher dem verschleierten Haus nähern. Bis zum nächsten Mal.